So, ihr Lieben, es ist wieder Zeit für Rocker-Eis und das ist die zweite Sorte. Wenn ihr das Video zur ersten Sorte, nämlich Vanilla-Cookies, gesehen habt, dann habt ihr vielleicht auch gesehen, dass ich davon nicht ganz so überzeugt war. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, wie diese Sorte wird. Das hier ist die Sorte Chunky Schoko und wenn da steht Chunky, dann will ich auch, dass das Chunky ist. Im Gegensatz zu den Vanilla-Cookies ist es das jetzt hoffentlich auch. Entschuldigt, mein Tonfall ist natürlich nicht so gemeint. Also irgendwie schon, aber klang jetzt vielleicht ein bisschen harscher, als es sollte. 5,99 hat es gekostet. Das andere hat von mir eine 5,9 aus 10 bekommen. Was jetzt nicht dafür spricht, dass das beste Low-Calorie-Eis da draußen ist. Ich hoffe echt, dass Schoko besser ist. Ich liebe Schoko total. Ich bin ein absoluter Schoko-Eis-Freak. Ich weiß, es ist nicht jedermanns Sache, aber es kann nie genug Schoko sein. Deswegen hoffe ich einfach, es ist wirklich gut. Wie gesagt, 5,99. Es gibt jetzt bei Real testweise, bei Hit gibt es das überall. Und Wasgau hat es. Mal schauen, was für Supermärkte noch kommen. Und 500 Milliliter hat ein Pint. Und das letzte hat so um die 304 Gramm hat es genau gewogen. Ich habe es gerade gestern erst gegessen, deswegen weiß ich noch so genau. Wir schauen mal, wie viel das hier wiegt. Also nur der Inhalt, der jetzt 304 Gramm war beim anderen. Mit Pint waren es irgendwie 328. Mal schauen, ob das hier ähnlich ist. Sehr ähnlich, 327,8, also 328. Also der gleiche Inhalt, gleich viel Luft zu Masse, das Verhältnis, wie in dem anderen auch. Beim anderen hat mir die Konsistenz gar nicht gefallen, die hat mich fast schon an Halo Top erinnert. Es war ein bisschen besser, als es noch mehr angetaut ist später, das muss ich jetzt aber doch noch sagen, aber trotzdem war die Konsistenz nicht bombastisch. Da gibt es bessere Low-Calorie-Eiscremes. Das hier hat ein bisschen mehr Kalorien pro Becher, nämlich 20 ungefähr mehr. 435 nämlich, 16 Gramm Fett. 58 Gramm Kohlenhydrate, davon sind nur 12 Gramm Zucker und 28 Gramm Eiweiß. Und das habe ich schon im anderen Video erwähnt, das hat wirklich richtig viel Eiweiß, dieses Eis. Also für ein Eis in der 400-450 Kalorien-Klasse ist das, glaube ich, das Eis, was am meisten Protein hat. Also das ist ein Pluspunkt dafür auf jeden Fall. Die Zutaten bin ich beim anderen auch schon sehr genau drauf eingegangen. Die sind immer so angegeben, dass erstmal Wasser kommt, weil das ist die Hauptzutat. Danach kommt die Proteinzubereitung. Und da ist dann in den Klammern aufgeschlüsselt, was da alles drin ist. Als Süßungsmittel wird Hexylit verwendet, deswegen ist es eben auch so zuckerarm. Dann haben wir 4,8% Sahne, beim anderen waren es 5%. Die Schokoladestücke bestehen aus Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Magermilchpulver und Emulgator-Sojalecithin und Aroma. Und 4% Kakaopulver. 4% Emulgator? Das kann ja nicht sein. Vielleicht geht es einfach darum, dass generell... Ich weiß es nicht. 4% Schoko... Wahrscheinlich sind es einfach 4% Schokostücke, das kann sein. Dann haben wir aber nochmal 3,9% Kakaopulver. Also generell ist jetzt hier nicht sehr viel Kakao drin für ein Schokoeis, aber das ist ja sowieso sehr selten. Es ist sogar noch Haselnusspaste drin, aber das ist die fast letzte Zutat. Also das wird sehr, sehr wenig sein. Hier steht nochmal, bei übermäßigem Verzehr kann es abführend wirken. Das muss man draufschreiben als Hinweis bei Eis, was so kalorienarm ist und eben weil mit Zuckeralternativen gearbeitet wird. Ihr seht hier bei den Nährwerten, dass da 43 Gramm, bei anderen war es glaube ich 44, Zuckeralkohole drin sind. Das ist wirklich ziemlich viel. Es ist in Deutschland hergestellt, steht da drauf, Made in Germany und eben kommt von der Rocker GmbH. Zum Design habe ich beim anderen schon was gesagt. Ich muss nicht unbedingt pink haben, ich finde es gibt vom Design her schönere, aber es ist in Ordnung. Und jetzt probieren wir es einfach mal. Oh, beim anderen war ein Deckel drunter, hier nicht. Ich habe es nicht vorher schon aufgemacht. Das ist sehr komisch. Es ist auch hier wieder aufgespritzt. Nicht bis oben hin voll. Aber das... Ich bin jetzt nicht so, dass ich bei keinem irgendwie komisch bin, aber das ist so rechtlich eigentlich nicht in Ordnung, dass das keinen Deckel drunter hat. Weil da kann jeder aufmachen und reindatschen, ne? Also das ist nicht cool. Wirklich nicht. Ich probiere es jetzt aber mal. Ihr seht, es sieht auf jeden Fall schön schokoladig aus. Und da sieht es auch schon aus, als hätte man da irgendein Schokostück. Konsistenz ist ein bisschen besser als bei dem anderen. Das kann ich jetzt schon sagen. Und schaut mal, da ist ein Schokostück. Viel besser als das andere. Kann ich jetzt schon sagen. Ja, die Konsistenz ist cremiger, nicht so bröselig. Es hat auch so ein bisschen so einen Cookie-Eigengeschmack auf jeden Fall. Das hier ist jetzt eins von diesen Schokostückchen. Ihr seht, die sind nicht riesig, aber sie sind da. Man kann sie erkennen. Und ich hatte auch schon so ein bisschen Schoko-Crisp gerade beim Reinbeißen. Also sind keine Keksstückchen oder große Schoko-Chunks drin. Nichts zum Rausbuddeln so wirklich. Aber... ist auf jeden Fall besser als erwartet und das mag ich mehr als das Vanilla-Cookies. Wenn ihr beide probiert habt, schreibt bitte mal drunter, wie ihr das hier findet, das Schoko. Und schreibt bitte doch auch mal drunter, was ihr generell von diesem Eis haltet. Das habe ich euch im letzten Video auch schon drum gebeten. Hier haben wir jetzt nicht viel mehr, außer das, was draufsteht, was wir schon gesehen haben, die Basis und die Schokostückchen. Deswegen genieße ich das jetzt entspannt auf der Couch, weil es hier einfach nicht mehr viel geben wird, was ich euch zeigen kann. Wenn doch, filme ich natürlich nochmal rein. Wenn nicht, war es das jetzt mit dem Video. Vergesst nicht das Däumchen nach oben. Ihr wisst, dass ich mich darüber immer sehr freue.
Und das Abo sowieso nicht. Und dann würde ich sagen, Meinung von euch möchte ich haben und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ihr Lieben. Also, mir gefällt es echt besser als das andere. Ich bin aber auch ein Schoko-Freak. Das ist sehr schokoladig. Ihr müsst Schoko mögen. Also, man schmeckt die Schoko richtig gut raus und hat auch keinen komischen Eigengeschmack oder so, finde ich.